Huawei hat ein, ich meine Honor, hat ein neues Gerät auf dem Markt und mit dem möchte man perspektivisch Europa zurückerobern. Und wie das Ganze funktionieren soll, ob es überhaupt möglich ist, wie viel das Gerät kostet und alle Specs, ja, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Cool, dass du mit dabei bist. Nun, heute dreht sich alles um Honor. Honor ist vielen von uns bekannt als ehemaliges Tochterunternehmen von Huawei und sie haben diese Sparte ausgelagert bzw. an ein Konsortium verkauft und machen sich damit ganz schön viel Hoffnung, dass sie vom US-Bann ausgenommen sind. Und hier und da hat sich das sogar schon positiv ausgewirkt in Kooperation mit Qualcomm und mit Microsoft. Und mehr erhofft man sich noch, indem man vielleicht bald die Google-Dienste nutzen darf, dazu aber später mehr. Übrigens, wenn dir solche Videos gefallen, einfach hier unten kostenfrei den Kanal abonnieren, setzt die Glocke und du verpasst auch in Zukunft nichts mehr. Sprechen wir zuerst über das Display und hier haben wir ein 6,72 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz, dafür aber nur eine Full HD Plus Auflösung. Zwar hat man ein Super Sensing Display, das wohl angeblich auf der Augenhöhe eines Retina Displays sein soll, trotzdem stört mich das ein bisschen, dass wir hier nur mit Full HD Plus arbeiten. Siehst du das anders und du findest, das reicht vollkommen? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare, ich bin gespannt, ob du findest, dass das beim aktuellen Spitzen-Smartphone noch legitim ist. Interessant wird es dann aber, wenn man unter die Haube schaut und hier haben wir den MediaTek Dimensity 1000 Plus und der unterstützt logischerweise 5G. Ich finde, das gehört mittlerweile auch in ein Smartphone rein. Egal, ob wir diesen Standard in Deutschland nutzen können oder nicht, es geht darum, ein Smartphone perspektivisch zu kaufen, denn wenn wir immer nur auf den aktuellen Standard setzen, ja, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Darüber hinaus haben wir 8 GB RAM und einen internen Speicher von 128 oder 256 GB. Dieser ist allerdings nicht mit der Speicherkarte erweiterbar. Für viele von uns ist die Kamera das Wichtigste auf der Rückseite, aber für mich ist das Design wichtig. Und hier bekommen wir das Honor V40 in den Farben Schwarz, Blau und in einer Gold-Pfirsich-Farbe und die gefällt mir extrem gut. Natürlich, man könnte darüber streiten, wie extravagant darf ein Smartphone sein, aber hey, Freer Phone zeigt, was ihr habt auf der Rückseite. Natürlich benutzen die meisten von euch ein Case, um das Gerät zu schützen, das ist auch legitim, aber spätestens, wenn wir eine durchsichtige Hülle benutzen, dann fällt die Rückseite auf. Und ich finde, das darf sie auch. Mittlerweile haben wir einen solchen Einheitsbrei, was Smartphones angeht, auf der Front können sie kaum unterscheiden, dann soll wenigstens die Rückseite ins Auge fallen. Darüber hinaus haben wir eine Quad-Kamera auf der Rückseite mit einer 50 Megapixel Hauptkamera, die ziemlich viel Licht einfängt, denn die Linse ist extrem groß geraten. Außerdem haben wir eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und nochmal zwei 2 Megapixel Kameras für den Bokeh und für die Makroaufnahmen. Ja, es fällt dann doch schon ordentlich ins Auge, dieser komplette Kamerabump, aber hey, warum nicht? Warum soll man nicht einfach mal zeigen, was man hat? Und kameramäßig haben wir auf der Front noch ein Dual Punch Hole. Da haben wir unter anderem eine 16 Megapixel Kamera mit dabei und einen Tiefensensor und das ist ein ganz schön großer Pluspunkt, wenn man das Gerät mit dem Gesicht entsperren möchte. Zugegeben, ein Problem habe ich mit dem Gerät und zwar ist es dann doch irgendwie der kleine Akku. Naja, man könnte jetzt die Stirn runzeln und sagen, hey, 4000 mAh, das sollte ja wirklich reichen. Davon gehe ich auch irgendwie aus. Auf der anderen Seite sehen wir andere Hersteller, die mit immer mehr Akku daherkommen und das hätte ich mir hier in dem Fall auch gewünscht. Denn bei einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz, die ich auch nutzen möchte, wenn sie mir angeboten wird und einem 6,72 Zoll großen Display, könnte das schon relativ eng werden am Ende vom Tag. Wir dürfen nicht vergessen, das Energiemanagement bei Honor ist nicht schlecht. Natürlich hat man es von Huawei adaptiert, aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Verbindungen schnell gekappt werden und Apps im Hintergrund relativ schnell geschlossen werden. Und ich bin schon ein Fan davon, dass ich direkt alles so angezeigt bekomme, sobald ich das Display aktiviere bzw. alles im Hintergrund weiterläuft. Man kann das Gerät mit 65 Watt Kabel gebunden laden und mit 50 Watt Kabel los. Und das ist extrem cool und ich finde, das gehört auch mittlerweile in ein solches Flagship rein. Kommen wir aber jetzt zur wichtigsten Frage, neben dem Preis, den schiebe ich nochmal kurz auf Seite, bekommen wir dieses Smartphone in Deutschland? Die Situation ist noch ein bisschen undurchsichtig. Ich versuche das Ganze aber aufzubröseln und euch zu erklären, inwieweit es möglich ist, das Gerät vielleicht doch bei uns nutzen zu können. Vorweg, im Moment wird das Gerät nur in China verkauft. Heißt, man nutzt dort keine Google-Dienste, sondern die App-Galerie von Huawei. Soweit, so gut, das betrifft uns ja gar nicht. Wir können aber jetzt auch schon sagen, dass wir perspektivisch in diesem Jahr viele Honor-Geräte mit Google-Diensten zu uns bekommen werden, denn Honor steht nicht auf der Blacklist der USA und ist dementsprechend dazu berechtigt, Kooperationen mit beispielsweise Google einzugehen. Man hat das Ganze ja schon mit Microsoft und mit Qualcomm getan, von ihnen wird man in diesem Jahr auch noch einige Prozessoren beziehen.
Das hat natürlich die ganz gute Auswirkung für uns, dass Honor wieder zurück ist auf dem europäischen Markt und dementsprechend auch in Deutschland. Wir dürfen uns also auf dieses Gerät freuen, ob es dann wirklich Honor V40 heißt oder ob es vielleicht nochmal eine Umdeklarierung bekommt. Das ist noch nicht ganz sicher, und wann dieses Gerät zu uns kommt, auch nicht. Trotzdem gehe ich ganz stark davon aus, dass es zu uns kommt mit Google-Diensten und dementsprechend den kompletten Leistungsumfang bekommt, den man haben möchte. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn es Google-Dienste hat, wird es wohl keine Huawei-App-Galerie mehr geben. Naja, aber das dürfte Huawei, glaube ich, nicht so wirklich interessieren, denn ich meine, Honor ist ja eigentlich unabhängig. In China kommt das Gerät für 510 Euro umgerechnet auf den Markt und ich finde, das ist ein fairer Preis dafür. Der Preiskampf tobt ja generell schon, vielleicht geht man nochmal ein bisschen runter. Das hoffe ich zumindest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, ob du bereit bist, dir wieder ein Honor-Gerät zu kaufen oder ob du mittlerweile die Verbindung komplett zu ihnen verloren hast. Ich sag vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Bleib gesund, mach's gut, bis demnächst, dein Smartphone-Blogger.